Hallo und willkommen zurück in der Pummelrunde. Wir spielen wieder Might and Magic 10 und wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben vor dieser großen Tür, hinter der wir durch einen kleinen Glitch vermuten, dass dort ein Gegner lauert. Okay, das war vielleicht falsch. Es lauern zwei Gegner dort. Das ist jetzt aber nicht so tragisch. Die sollten wir beide entsprechend abfrühstücken können. So, himmlische Rüstung. So. Und so, einmal Strom. Also ich muss sagen, dieser Strom, das war eigentlich echt keine schlechte Idee. Das ist so ein schöner Spruch, der rundum geht und anscheinend richtig gut auch wirkt. Und ja, Hellsicht wirkt jetzt noch. Lichtkugel. Einmal Mana. Ich muss mir mal den Mana-Drank auf die unten auf die Aktionsleiste legen. Den kleinen. Der große ist irgendwie doch irgendwie so ein bisschen zu viel. So, hier einmal das das Gegengift. Aha. Okay, da oben ist irgendwie auch noch ein Gang. So. Da können wir gar nichts machen. Wir haben Bruchstück einer der Steinscheibe. Was? Bruchstück 1 der Steinscheibe. Ah, okay. Ja. Wir machen das jetzt auch mal gerade. Wir legen hier uns die Kleinen mal hin. Dasselbe machen wir auch hier, weil die Großen, die brauchen wir eigentlich jetzt gerade noch gar nicht. Und ich würde sagen, die Großen, die sind generell da eher Verschwendung. Ja, damit sind wir dann so eigentlich ganz gut mit dabei. Ja, dann gehen wir mal in den nächsten Gang. So. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel. Wir haben ja ein Moment. Wir haben eine Tür, die sich nicht öffnen lässt. Ja. Unter Umständen kommen wir dann von der anderen Seite daher. Aha. Wir nehmen erstmal das hier. Aha. Eine Feuer. Oh. Lesen. Benachrichtigung. Diese Tafel wurde benutzt, um die Erfolge der Teilnehmer an Jagdgesellschaften festzuhalten. Der letzte Eintrag stammt aus dem JSD 564, also irgendwie, also vor 10 Jahren. Der Name Mondbart taucht wiederholt auf der Tafel auf. Er scheint ein passionierter Jäger gewesen zu sein. Okay. Das war jetzt alles. Ja, okay. Ihr könnt Fallen aufspüren. Nee. Hier scheint ein Zauber einen Gang zu verbergen. Wer möchte versuchen, ihn aufzuheben? Ja. Super. So. Meine Vermutung wäre jetzt, dass die Tür hier aufgegangen ist. Ja, super. Ja, ist doch schön. Okay. Ein Eisenhelm, eine improvisierte Armbrust, ein Silberring. Das ist doch schön. Okay, hier ist aber irgendwie sonst nichts. Wir können auch nur hier hochgucken. Und Moment. Also, halten wir fest. Wir waren eigentlich jetzt hier überall.
Okay. Ja. Okay. Ja, ich bin etwas verwirrt. Also im Prinzip waren wir jetzt überall, aber und nochmal Hellsicht. Das war also so ein Manny-Kickeln, was wir gesehen haben. Ja, wir waren überall, aber es ist nirgendwo ein Gang noch übrig. Also, wenn ich mir die Karte jetzt so angucke, wir haben jetzt, glaube ich, auch nichts übersehen. Oder es geht irgendwie. Ja, wo sollte es denn noch hingehen? Wir haben aber auch kein Buch gefunden oder so. Also keins zum Mitnehmen. Darunter springen können wir auch nicht. Da war nichts. Eliminiert den Anführer der Banditen, holt euch das mysteriöse Buch zurück. So, hier in dem Raum ist jetzt auch nichts. Dann machen wir hier nochmal. Lesen nochmal. Diese Tafel wurde benutzt, um Erfolge festzuhalten. Ja. Okay. Haben wir jetzt was übersehen? Okay, unsere Leute wollen schlafen. Aber ich glaube, entweder haben wir hier irgendwo was übersehen. Oder das Dungeon ist hier schon fertig. Ausgraben können wir auch nichts. Wir wirken hier nochmal den Zauber. Diese Strohpuppe erschreckt mich jedes Mal, wenn ich sie jetzt sehe. Okay. Gehen wir mal zurück. Vielleicht haben wir hier noch irgendwo was übersehen. So. Hier haben wir auch nichts. Dieses Rätsel löst sich nicht von alleine. Okay. Ja. Das Rätsel löst sich nicht von alleine. Das ist eine gute Sache. Wenn das ja wenigstens ein Rätsel wäre. Oder so. Aber irgendwie. Da geht's wieder raus. Und irgendwie geht's nirgendwo runter. Räuberhöhle Stufe 1. Das würde mir zumindest jetzt sagen, dass es da auch eine Stufe 2 gibt. Ja, und heute in unserem wunderbaren Let's Play, wir laufen Wände ab. Ja, diese Wand ist übrigens irgendwie vor ein paar Jahren gebaut worden. Das ist Architektur pur. Also irgendwie finde ich es jetzt gerade ein bisschen verwirrend. Also, angeblich hat sie ja gesagt, das ist die Räuberhöhle. Jetzt haben wir hier aber alle Räuber getötet. Die Räuberhöhle ist außerdem nur Stufe 1. Das steht ja auf der Karte. Das suggeriert, dass es da noch eine Stufe 2 gibt. Also entweder ist jetzt hier vielleicht irgendwie eine dieser Schränke. Vielleicht irgendwie mit so einem. Muss man irgendwo dran ziehen? Das ist irgendwie auch nicht. Ich weiß es nicht. Also. Und da oben gibt es auf jeden Fall diesen einen Weg. Das, ja, ich weiß nicht weiter. Wir rasten einmal. Vielleicht passiert ja irgendwas, wenn wir rasten.
Ja, wir haben einen Proviant verbraucht und haben 8 Stunden gepennt. Ja, das ist doch erfolgreich. So, wir machen jetzt ja mal hier Hellsicht, während wir rausgehen. Vielleicht können wir hier irgendwie. Nö, runterspringen können wir auch nicht oder runterfallen in dem Fall. Aber das wäre ja Level 2. Ja. Gut. Wir gehen einfach nochmal hoch. Vielleicht sagt jetzt die gute Rosalie irgendwie so, oh mein Gott, sie sind weggelaufen oder so. Man weiß es nicht. Ja. Sowas finde ich immer irgendwie komisch. Die Möglichkeit besteht auch einfach, dass wir jetzt einfach kolossalerweise irgendwie einen Geheimgang übersehen haben Something is oder coming sowas. our way. Be ready. Aha, okay. Okay, also irgendwas It's the perfect day to begin a journey. kommt auf uns zu. Wir gehen einfach jetzt mal gerade wieder in die Stadt am besten. Also die Rosalie hat jetzt überhaupt nichts gesagt. Aber in der Stadt können wir uns auch ein bisschen aufbessern. Also da können wir jetzt gegebenenfalls auch unser Training da machen. So dass wir dann, nicht mehr Anfänger, sondern dann schon richtige Experten ist, glaube ich, der nächste Rang. Also, damit wir dann Experten sind. Außerdem waren wir auch noch gar nicht in der Taverne, fällt mir gerade ein. Ja, das kann uns zumindest in dem Fall dann sogar richtig gut tun. Dann können wir eventuell dort. Die sitzt aber jeden Abend oder den gesamten Tag hier und liest. Ja. Bücher. Sehr And schön. I thought the daylife was boring here. Ja. Diese bissigen Bemerkungen finde ich eigentlich immer ganz nett. Wir wollen in das Ausbildungszentrum. Genau. So. Und ja, hier oben gibt es zwei. Er macht Schwert, Streitkolben und Axt. Oh nein. Was war das? Ich hab nicht hingeguckt, aber ich glaube, er ist Pogo gesprungen mit seiner Armbrust. Ja. Sehr schön. Experte mit der Axt. Nisho für 500 Gold ausbilden. Das machen wir. So, und damit haben wir jetzt Experte in Axt. Zurück. Schwert, Axt, Streitkolben. Nee. Luftmagie, Bogen, Armbrust. Bogen. Da bilden wir den Smeen aus. So. Und Speer macht hier keiner. Ja, okay. Aber das ist doch schon mal richtig gut. Weil jetzt haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was dazu. Und zwar können wir jetzt Luftmagie, da brauchen wir noch einen. Also wir sind bei unserer Magierin. Jetzt haben wir das hier. Und jetzt können wir hier uns auf den Meisterrang-Bonus vorbereiten. Ja, das ist doch schön. Und bei ihm können wir uns. Wow, die Reichweite von Bögen wird größer. Ja, das heißt, wir können auf größere Reichweite nichts treffen. Aber das ist eher so eine bissige Bemerkung bis jetzt. Also Speer, haben wir hier niemanden, der das lehren kann? Wir gehen jetzt einfach mal in die Taverne. So, den Goblin-Wachturm. So. Ah ja, da haben wir den Goblin. Hallo zusammen. Willkommen zum Gasthof, im Gasthof zum Goblin-Wachturm. Ausbildung, Experte mit Dolchen. Das heißt also, unser Elf, der ja auch Dolche hat, dem könnten wir hier ausbilden, wenn er denn irgendwas könnte. Dienste. Wollt ihr was essen oder braucht ihr ein Zimmer für die Nacht? Proviant kaufen, rasten, zurück. Okay. Klatsch.
Ihr seid neugierig, was den Namen eines Gasthofs angeht. Er lacht. Ich muss euch warnen, das ist schon eine ganz hübsche Geschichte, also solltet ihr euch besser setzen. Oh nein, es ist lang. Vor ein paar Jahren hieß dieser Gasthof noch zur Imperatorkrone. Das war, bevor das Dorf von einer Piratenbande angegriffen wurde, oder sollte ich sagen, von Goblin-Piraten. Ach ja, niedlich, und der ist wahrscheinlich da geblieben. Stimmt genau, Freunde, von meinem ganzen Trupp Goblins. Offenbar wussten sie aber nicht, dass viele Einwohner sorpiger als ehemalige Kriegersoldaten oder Abenteurer wie ihr seid. Manchmal kommen sogar echte Helden hierher, um einen sonnigen, ruhigen Lebensabend zu genießen, und sie stehen nicht sonderlich auf Störungen, klar? Ja. Die Goblins kommen also an Land und greifen die Einwohner mit ihren spitzen Stöcken an und mit, wie heißt noch dieses Ding, dieses krumme Stück Holz, das zum Werfen zurückfliegt, egal. Es dauert also nicht lange, bis die Goblins in dieses Haus eilten. Nicht um es zu plündern, nein, sie suchten Zuflucht von der wütenden Meute da draußen. Natürlich war auch der Gasthof nicht leer und die Gäste waren nicht übermäßig begeistert über das Eindringen einer Horde hysterischer Goblins. Es endete mit einem Haufen kaputter Möbel, einigen toten Goblins und dem Rest auf der Flucht zu ihrem kleinen Boot, als wäre ihnen Greg Hack persönlich auf den Fersen. Ach, und natürlich mit Kengi. Kengi. Kengi, ach, das ist hier eher so etwas wie unser Maskottchen. Ein paar Tage nach dem Angriff habe ich ihn im Keller gefunden, wo er sich versteckt hat. Er war ganz eindeutig nicht der tapferste aus der Bande, aber vielleicht etwas schlauer als der gewöhnliche Goblin. Also versteckt sich Kengi bei erster Gelegenheit in einem Fass und wartet darauf, dass der Sturm vorbeizieht. Als ich ihn dann finde, greife ich sofort zum Messer, ja klar. Und dann fleht der kleine Kerl um sein Leben und sagt, er sei doch nur der Koch. Ein Goblin-Koch. Ich musste ihn einfach bei der Arbeit sehen, also sagte ich zu ihm, na schön, kleiner, koch was. Das hat er dann auch getan und erstaunlicherweise war es köstlich. Da habe ich mich gefragt, ob das Zufall sein kann. Klar, ich hatte meinen Gasthof gerade in den Goblin-Wachturm umbenannt und stoße dann auf einen echten Goblin-Koch. Das zeigt, dass die Drachen einen verrückten Sinn für Humor haben, richtig? Also habe ich beschlossen, ihn zu verschonen und sogar einzustellen. Natürlich habe ich ihm beigebracht, sich die Hände zu waschen, bevor er das Essen anfasst. Ja, finde ich gut. Ja, das finde ich schön. Hier kriegen wir einen Auftrag. Yazad, einen schönen guten Tag, Freunde. Ich heiße Yazad. Yazad Spastiarium. Ihr seid unsere Yoga. Wir sind Yoga. Ihr seid also Jäger der verlorenen Schätze, kühne Herausforderer uralter Mysterien, unerschrockener Forscher des großen, unbekannten und der verborgenen Wahrheit. Er lacht fröhlich. Ach, wie wunderbar, euch kennenzulernen. Ich brauche tatsächlich dringend die Dienste einer Gruppe wie der euren. Wisst ihr, ich glaube, man könnte sagen, ich bin selbst ein Entdecker. Ich habe viele Monate mit der Erforschung dieses Landes verbracht und Informationen über seine erstaunlichen und farbenprächtigen Bewohner gesammelt. Aber ich muss diese Gegend in ein paar Monaten verlassen und ich fürchte, ich werde nicht genug Zeit haben, um eine Katalogisierung der hier auf der Halbinsel lebenden Völker und Kreaturen zu vervollständigen. Also biete ich euch die Möglichkeit, für mich zu arbeiten. Habt ihr Interesse, meine abenteuerlustigen Freunde? Ja. Großartig. Wie ich sehe, habt ihr bereits Bestiarium, um sämtliche Informationen aufzuzeichnen, die ihr auf euren Reisen über die Kreaturen sammelt, denen ihr begegnet. Das ist perfekt. Ich möchte nur, dass ihr euer Wissen ab und zu mit mir teilt. Für jeweils, sagen wir, 10 Kreaturen, die ihr in das Bestiarium eintragt, biete ich euch eine Belohnung an. Je mehr Kreaturen ihr in das Buch eintragt, desto größer wird die Belohnung. Solltet ihr euch Wesen wie Banditen und Orks eintragen, das ist tatsächlich eine gute Frage. Sagen wir, ihr könnt es tun. Mir ist es lieber, ich streiche die Liste später zusammen, als mit unvollständigen Informationen, meine ich, nach Hause zurückzukehren. Einen schönen Tag, Freunde, ich heiße Yazad. Achso, er ist fertig. Ja. Und der Goblin Kengi? Was wollen von Kengi? Kengi beschäftigt. Anwerbung als Koch. Ja. Wollen Kengi anwerben? Wirklich, Kengi lieben Reisen, aber Kengi kein großer Krieger wie andere Goblins. Kengi nur kennen Fleisch und Fisch und Obst und Gemüse. Trotzdem wollen Kengi fortsetzen. Heda, ihr versucht doch nicht etwa meinen Koch zu entführen, oder? Nein, das dachte ich mir. Jetzt lasst ihn in Ruhe. Kengi, du sagst mir, wenn diese Kerle dich wieder belästigen, klar. Ja, okay. Oscar und Kengi. Kengi wie Oscar. Oscar großer Milchzahn. Oscar Kengi für Knochen Kochen bezahlen. Andere Goblins Kengi nie bezahlen. Andere Goblins Kengi schlagen. Oscar Kengi nie schlagen. Aber Kengi langweilig. Kengi vermissen Reisen. Kengi wollen Mutter Erde spüren unter Füße. Und Vater Himmel über Kopf. Ja, das kommt uns irgendwie bekannt vor. Wir haben dann noch so einen Hippie in der Gruppe. Ach, ja. Okay. Wir werben ihn erstmal nicht an. Vielleicht mal später.
Wir verlassen jetzt dieses wunderbare Tavernending und sind wieder in der Stadt. Okay, sie hat nichts gesagt. Die Banditen wissen wir nicht, wo es weitergeht. Ich würde sagen, wir gehen nächstes Mal auch wieder nochmal in diese Banditenhöhle, vielleicht mit etwas mehr Erfolg. Oder schauen uns jetzt erstmal den Wachturm an, jetzt wo wir ein bisschen kräftiger und so weiter sind. Und verkaufen auf jeden Fall hier in der Stadt erstmal noch so ein paar Kleinigkeiten. Und bis dahin, schöne Zeit. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!